Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay-Part mit dem Drago Basler, dem Kev, hallo. Und dem Ghost, der Modder, hallo. Hi. Und los geht's. Wir wollen doch ein bisschen Spaß. Bisschen härter, bitte. Das war ja nichts. Gib Gummi. Vielleicht über eine Schanze wäre besser. Hier gibt es Ja. ja diese Dinge. Wir feiern diesen Hucke hier. Ja, da drüben. Immer noch leider ein bisschen erkältet, deshalb mache ich momentan nicht so viele Livestreams, damit mir nicht die Stimme plötzlich dann versagt nach einer Stunde. Aber ja, jetzt können ja die Gameplay-Videos auch wieder weitergehen, jetzt habe ich wieder Zeit. Und scheinbar, ja. Wir wollen wieder, dass es so geht, wie vorher, wo wir gemacht haben, an der Klippe. Am Ja, Abhang. wir fahren zur Klippe und ich schub's da runter. Ui. Aber das Auto hat rechts, ja, ist ein bisschen offen oben, hä? Und links. Anderen Auf Waffen. beiden Seiten ist es Ja. offen. Ich finde das Auto irgendwie gut mit dem Schadensmodell. Hä? Ja. Machen wir diese. Ghost, gleich hast du hier draußen smart gemacht. Ja. Ich denke, viele würden heute sagen, nicht mehr so GTA Online spielen, wenn sie nicht modden könnten. Es macht einfach so viel Spaß mit Mods und ist ja auch nicht ja, böse. Also wir machen ja eigentlich nichts gegen andere Spiele. Aber es gibt immer wieder Modders, die uns stören und deshalb ist einer halt ein Modder, damit wir ein bisschen geschützt sind. Sonst nervt das uns eigentlich ständig. Oder mich haben Spiele verfolgt mit Chats und die haben nie getroffen. Sie konnten einfach nicht mich treffen. Ich hatte irgendwie so viel Glück oder so. Dass die Raketen nicht gerade fliegen zum Beispiel. Schau mal den Fahrer, den Reifen auf der Fahrerseite, Drago. Da packt schon die Karosserie rein. Ja. Ja, muss gelernt sein, ne? Oh, wow, jetzt wird es noch platter. Ein plattes Auto. Wow. Kannst du Ghost? von oben schlagen, auf die Motorhaube gehen und von oben, also auf die Motorhaube, also auf das Dach schlagen? Ja. Also, wenn welche bestimmt. Warte mal, ich habe hier einen Schraubenschlüssel. Was müssen Was? wir? Aber es Ghost, gleitet was nach willst du mit vorne. dem Auto machen, Alter? So realistisches geht hier mit Mod-Menüs nicht mehr. Oh, von hinten sieht's cool aus. Ghost, Von vorne, hol mal Alter. eine Flex, dann kannst du das Mittelstück vom Dach schon mal rausflexen. Ja, ich kann's an, ich kann's abschweißen. Ah. Schön, ja, alles Was dran, ist so Alter. sein deine Schlagpower? Wie stark ist die ungefähr? Keine Ahnung. Komm, schlag mal voll von der Seite, 400 Alter. Kilo pro Schlag. Ja, bestimmt. Hey Cabrio, wir haben bald ein Cabrio. Dein Kopf schaut raus, du. Dein Kopf schaut durch das Dach. Ich habe Können auch auch gerne ganz mal üble Kopfschmerzen. Können auch gerne mit dem Panzer immer drauf fahren. Oh, kannst du den Panzer schwer machen? Das wäre cool. Ich kann, ja, kann ich, aber ich weiß nicht, ob das einen Effekt hat. Oh. Guck mal, man kann sogar den Webbuggy jetzt Aber vergessen. der Spöle sieht noch am coolsten aus. Ich trage, das Schöne ist, jetzt hast du sogar den Webbuggy hier draus. Fahr mal gegen ein anderes Fahrzeug oder so. Vielleicht geht's. Schön aufs Kev-Kopf rein, Alter. Oh, Motorhaube Oh, bist du. nice, Alter. Oh, das ist so geil. Ich liebe das. Oh, wir sind unterirdisch. Also das Rad links ist unterirdisch. Genial. So genial. Jetzt hast du wieder halt gefunden. Also das ist unsere Lieblingsbeschäftigung Ich momentan. renn Es nur gibt nichts Post, Alter. Spaßigeres. Aber schau mal das linke Rad, das ist bei mir auf der Seite rechts vorne. Ist das Rad völlig durch die Karosserie. Und ja, rechts auch. Oh. Oh, das Heck Ist wurde das Wahnsinn? schmaler. Du musst am Heck noch ein bisschen etwas machen. Vorne ist eigentlich irgendwie. Fahr mal Ja, gegen die geht's nicht Wand. mehr weiter. Wir sehen gar nichts. Wir haben einfach mal die. Planke da. Das Dach einfach mal im Weg.
Hallo. Oh. Autozerstörer, Ghost. Schaut mal Handbremse an. Heute gibt es Rührei zum Nachtessen. Heute gibt's Autobrei, Alter. Schau hinten. Autsch. Ich glaube, das Auto ist bald kaputt. Ich mal einen Panzer, vielleicht geht das ja damit besser. Ja, aber dann ist es plötzlich ganz kaputt. Also explodiert so. Mit dem Rohr, nur mit dem Rohr ein bisschen herumschieben. Drago, der Vorderreifen backt wieder. Jetzt kannst du auch wieder so schaukeln. Also das Auto hat er wie gesagt kommt mal, ne? Gut, also dann mach aber trotzdem nur mit dem Rohr. Ach, Panzer. Hol dir aber der Khan Charlie oder wie der heißt. Ja, ja. Aber der mit dem Rohr geht halt nicht so gut, oder? Ja, ich finde aber das Rohr ist besser zu bewegen, also dass man da mehr mit dem Auto machen kann. Ja. Oh, jetzt wieder unter der Erde, unter dem Asphalt. Komm, mach jetzt Panzer. Wir haben nicht so lange im Video Zeit. Die Leute wollen ja auch ein bisschen Abwechslung sehen. Ja, yeah, Baby. Geht's nicht weiter runter? Okay, dann musst du halt mit dem Ding. Oder noch mit dem anderen Panzer. Es gibt noch einen Zukunftspanzer. Mit dem geht's, glaube ich. Das ist der hier. Hä? Okay, dann ist einfach die Textur halt einfach ein bisschen anders macht, was es sonst macht. Oh. Blau. Cool. Oh, Alter. Ghost war nochmal schön vorne über die Motorhaube. Hä? Die fliegen? Die Trümmer fliegen? Jetzt kommt Heck. Jetzt wieder ums Heck. Über das Heck, voll drüber. Und der Panzer will einfach nicht abheben. Oh, wir sind ganz tief unter der Erde gewesen. Hä? Was ist denn mit dem Heck passiert? Da hat eine Ecke. Aber ich glaube, dem ist er besser. Der Gent 8008. Besser? Keine Ahnung. Weiß es nicht, aber ich tue grüßen. Der ist auf einmal hier bei uns. Ich habe ein bisschen wenig Platz. Vertrage, das meinst du nur. Ah, okay. Hä? Ist das in meine Beine unterirdisch? Aua, aber ich bekomme Schaden. Umständlich schon. Wir sterben! Warte mal kurz. Mach mal einen Screenshot machen. Schick mir den Screenshot mal nachher oder gleich. Jetzt, also bei mir geht's wieder, bei dir, Drago? Oh, gleich, Drago. Ich hab's in die Sitzung geschickt, aber ich muss jetzt kurz nicht noch schicken. So. Alter, mein Kopf okay. Schon ganz neuer Spawner, Alter, ganz neuer Spoiler. Mini-Spoiler. Ich glaube, das Auto wird kompakter. Smart-Produktion. Aber ich bin gleich tot jetzt. Ah, es geht wieder, es regnet wieder. Ah, ich bin mal mit dem Schaden. Oh. Der nervt ein bisschen, hä? Geil gemacht, gell? Ja. Ein richtiges Driftcar, Alter. Ui. Das ist so ein Autoscooter. Digga, was ist mit dir, Alter? Money drop, please. Ganz sicherlich nicht. Ich schreibe einfach Money Buggy ist Buggy. Ja. Mal schon drauf fahren. Jawohl, Alter. Oh. Krass. Digga, was spielt. Behindert, Digga? Das ist jetzt dieser Raptor, oder wie das Auto heißt, da mit den drei Reifen. Einmal kurz, das ist schön. Junge, leck mich am Arsch, Alter. Ah, okay. Der kickt der Lappen, Alter. Die Aufnahme geht. Lol. Aber das sieht cool aus, das Auto. Ich hätte gerne so ein Auto in Standort. Also ich hätte so ein Auto ganz gerne im Real Life. Ach, im Real Life sogar noch. Cool. Oh, das Rohr.
Kannst du mit dem Rohr etwas machen? Ja, ne. Dafür ist er glaube ich so flach. Flach. Ah, ne, bringt nichts. Drago, wir sind schon zu großen Flachpfeifen. Komm, Kors, ich kann doch hier kein Gas mehr geben. Er geht raus! Ich habe es geschafft, mit Crash ihn zum Weggehen zu zwingen. Ja, die Nerven hat immer, oder? Also kann ich ja verstehen, dass sie es wollen, aber gut, dann sind sie weg. Dann nerven sie nicht mehr. Weil Modder sind natürlich nicht da, immer die ganze Zeit Modder zu droppen, sondern einfach Spaß zu haben, oder? Wer ist denn der andere Typ in der Lobby da? Gosho Trizeps, okay. Wo ist der? Weiß ich nicht. Der ist irgendwie nicht auf der Map. Der ist irgendwo unsichtbar. Ins LS fahren, dann mal reparieren. Also kommen wir gerne zum LS. Und mal schauen, wie schnell wir vorwärts kommen. Farming Simulator. Ihr springt allein schon, Alter. Wir sind aber unterirdisch. Also wir machen jetzt wieder öfter so Videos, weil sie einfach nicht so lange dauern wie Livestreams und so. Aber wenn wir dann mehr im Livestream auch Zuschauer haben, machen wir natürlich auch mehr Livestreams und dann geht's so richtig lange. Oh, warte kurz, bleib mal kurz so. Oder nochmal ein Screenshot gemacht. Also das ist einfach das Auto, was ich schon lange in GTA Online brauchte. Es sieht einfach mal speziell aus, das ist. Ich dachte so die Garage fahren, das abspeichern, dass es immer so bleibt. Ja, aber dann macht der Spaß die. Ey, jetzt hab ich den Hinterreifen nicht mehr. Können wir mal irgendwie ein Auto kaputt machen, das ein bisschen speziell ist, eine spezielle Form hat oder so? Ich komm hier doch nicht mal mehr vorwärts, weil der Spaß Können wir nachher mit dem Punto machen? Ich möchte mal den Punto sehen, weil der hab ich mal mit dem Zug zerstört und das sah auch richtig cool aus. Also komm, wir schaffen es nicht. Komm, wir machen Punto. Ghost, kannst du mich abschleppen im Abschleppwagen? Ja. Ich bräuchte mal dringend. Kannst du mal God Mode rausnehmen, damit ich das so wegschießen kann? Ja, aber ich jetzt einsteige, damit der glaube ich wieder repariert. Ja. Aber ich schleppe ihn noch ab, dann geht auch. Ja, schlepp ihn ab. Du schleppst ihn aus dem Boden, oder? Ja, das wäre auch mal eine Idee. Oder du nimmst den Cargo Bob und ziehst ihn raus. Ja, aber dann kriegt er mich ja nicht in die Werkstatt rein. So, den Cargo mit Ghost wenigstens. Nein, ernsthaft? Hä? Bei mir ist der wieder repariert. Bei mir noch nicht, gut. Bei mir ist ja im Video das wichtig jetzt. Sonst gehe ich rein in den. Wahrscheinlich, weil ich. Aber ich habe gar kein Ding jetzt an, oder? Also bei mir ist er noch kaputt. Sonst steige ich ein und gehe dann rein. Genau, ja. Bei dir ist es eh wichtiger, die Zahlen zu lesen. Also ich möchte auch keinen Preis sehen oder ein Video zeigen. Nee, er ist noch kaputt, aber. Die Animation durch das Ankoppeln wird der wahrscheinlich bei mir verändert. wie tief du unten hinten bist. Ja, wie gesagt, bei mir ist er quasi so, dass ihr mich ankoppeln konntet, hergestellt. Ah, okay. Aber bei mir ist er noch ganz tief unten, der Haken. Ja, nein, nicht drauf. Scheiße. Jetzt hast du mich verloren. Gabelstapler, komm. Oh Mann, das ist so geil. Vom Gabelstapler, ey, das führt er jetzt. Ich kann nicht aussteigen. Jetzt. Gabelstapler, die muss ich irgendwie wieder rauskriegen da. Gabelstapler? Kev, hast du irgendwas mit deinem Auto gemacht? Aber wahrscheinlich ist die Kabel eben, das ist schwer, Alter. Muss ich's reparieren? Muss ich dein Auto reparieren? Ach komm, Alter. Siehst du, jetzt ist. Einfach mal eben schnell hier mit dem. Ist die Karre jetzt ab auf dem Schrottplatz herunter. Oh, das war. Ja, vergaß!
Ah. Muss ich reparieren, Kev? Bin auf dran, immer so drauf. Kennst du den? Ah. Mann. Kev, kennst du den? Digga. Polnische Generalschlüssel. Mann. Ich will das Auto haben, nicht du. Ich will das Auto. Du kriegst das ja, ich frag's dir nur netterweise. Ja, aber ich will doch fahren. Ich bin süchtig nach kaputten Autos. Naja. Give me. Yeah. Tschüss, Leute, ich geh rein. Ja, gut. Mhm. Gabelstapel. Heute ist Rasertime. Wir rasen einen Meter pro Stunde. Digga, ich fahr alle Auto um. Fahr weiter, scheiße auf Verluste. Nein, bitte helf mir, nein! Forever lost. Noch ein bisschen. Ja! Nenn mal den Preis und wenn das jetzt nicht mehrere 10.000 Euro sind. Es ist 8.000. Nein, 230. Go. Sag mal, schieß. Geil, Dankeschön. Ich schieß, Alter. Schieß! Du, das ist das Witzigste, was man GTA Online machen kann. Oh. Okay, Punto bitte. Ich möchte ein Punto. Ein Punto? Ja. Danke. Punto. Okay. Kannst du irgendwie eine Spezialversion von Punto nehmen oder so? Ja. Also mach mir bitte das kaputt. Was? Dieses Auto muss kaputt gehen. Okay. Oh, danke. Ah. Ja, genau, okay. Ich hab einen Holzranke. Warte, ich bin jetzt. Ich komm nicht mehr raus. Ich hab's gerade zerlassen. Lol. Du bist einfach mal. Nein! Nein! Ach, hinterher! Hinterher, die Scheiße! Oh, ich ertrinke. Oh. Nochmals. Ist noch nicht so kaputt, wie es geht. Hinterher die Scheiße hier, Alter, ich kette dich. Nicht, Scheiße. Oh je. Oh, ich will auf die Boje. Tschüss. Auf den wir wiedersehen. Yeah, ich bin auf der Boje. Geht noch dein Auto, ne? Und ich schwebe wieder ein bisschen. Ja, aber Auto läuft noch, ne? Und? Geht's gut? Naja. Oh. Cool. Steffi, kannst du auch so unter Wasser fahren? Weiß ich nicht. Gib mir bitte Punto wieder. Oh, ich bin im Sand. Ah ja, tschüss. Ich stecke im Sand fest. Bitte befreit mich jemand. Ghost? Ich hätte da so einen kleinen Motorschaden. Bitte befreit mich. Ja, danke schön. Oh, Blut. Ich habe Blut verloren. Ach so, ah! Ghost, drück mal bei mir her. Aua! Ghost, kannst du mal gerade bitte schnell? Ja, warte. Du hast so viel zu tun als Mod. Richtig. Ja, bist überfordert. Überfordert mit Mods. Ja, danke. Ey, guck mal zu Kev. Drago. Ja, dort vorne. Oh. Wohin? Oben in der Luft. Ist er auf Fly. Aber irgendwo. Sehe ich nicht mehr. Ja, guck mal auf die Karte jetzt. Guck mal, kurz kommt da runter, Alter. Und? Oh. Ah, jetzt. Oh. Alter, drauf, zu spät, Alter. Aber fast auf mich geflogen. Und tschüss. Ja, weg, ja. Also komm, machen wir weiter mit dem Punto, damit wir noch etwas im Video haben. Bei mir dreht sich die Maschine gerade oben im Kreis. Drago, dreht sie sich bei dir auch? Ne, ich sehe gerade gar nichts in der Luft. Ne, ich bin hinter dir. Ja, aber ich sehe nichts, dass in der Luft etwas fliegt. Ne, bei mir dreht sich die Gun die ganze Zeit. Ne, die ist ganz nach vorne. Hopp. Aua. Gott, der Sturz. Drago, steig mal in dein Dings ein, ja. Dein Panto.
Genau, auch nicht oben drauf, Alter. Dann... Hast du Gold Mode drin? Ja. Okay. Achtung! Ja, hey, durch! Du bist genau durch mein Fahrzeug! Digga, ich bin. Ey, wie weit fliege ich? Digga, ich bin so hoch, Alter! Drago, Ghost, wir sind echt zu übers Ziel ausgeschossen. Fahrt mal, fahr mal da zurück. Digga, ich bin gerade so hochgeflogen, Alter, damit. Ich rutsche nur! Drago, stell dich mal da oben drauf jetzt auf Banjo. Und Kev geht am Flyen. Und ich geh ins Auto. Digga, das ist ja gerade hoch, so hoch geflogen, Alter. Also ich bin immer noch Hornbus, oder wie? Genau, das ist nicht nur den Drago, den von den Dinges fahren. Drago. Wohin? Zum. Da wir auf waren. Also an den Strand, oder was? Also ich bin mich gerade so übelst hochgeflogen. Das ist der. Vielleicht so hoch wie. Okay, ich folge dir jetzt einfach kurz. Ja, also ich stehe genauso hin, wie wir vorher auch standen, als Kev, Hornbus gesagt hat, vorher. Einfach so nach oben, ja. Aber wieder nach hier. Oder? Aber ich komme fast nicht vorwärts, er rutscht die ganze Zeit. Genau, und jetzt musst du aussteigen und ich, und du stellst dich oben auf das Dach, Drago. Wahrscheinlich war es ein Bug oder so, aber... Von Stiftung Warentest getestet, Alter. Und jetzt, gib mal Gas. Und? Ja, ich schwebe geradeaus, ohne Animation. Und jetzt bin ich an die Wand getrascht. Ich bin das Alba! Nein! Geht's Ihnen gut? Muss ich Sie raus? Warst du denn sehr hoch? Hallo? Sie steckt einfach im Sitz fest. Ah! Schade, immer böse. Aber sie sitzt im Ding drin. Ja, das ich auch. Ich bin immer der Nette zu NPCs und du bist immer der Böse zu NPCs. So grundverschieden sind wir. Ah. Also können wir ihn jetzt zerstören? Irgendwo. Ja. Wir kommen einfach nicht weiter. Oh. Ja. Gut. Da kommt er fast in die Mülltonne rein. Also ich muss aber einsteigen, ich muss ihn retten. Aber nicht gegen den See, also gegen das Meer. In den See, okay. Nein, eben nicht. In die andere Richtung. Also am besten Richtung Norden oder so. Ghost, ich flieg jetzt ins Meer, ne? Wieso geht der nicht so kaputt? Was ist im Sion Cabrio besser? Hi! Ghost? Nee, aber mit dem Zug geht der kaputt. Sonst müssen wir zum Zug gehen, oder machen wir das im nächsten Video mit dem Zug. Da musst du halt selber steuern dann. Ja, da kann ich dir auch immer gut helfen, Cargo. Ja. Ich will wieder durch den Tunnel glitschen, mit dem Panther diesmal. Kannst du mir bitte helfen? Aua. War ja Drago. Alter, ey, das ist das Ding aus Gold. Ich rolle die ganze Zeit, seitwärts. Du hast die Scheiben zerstört. Du bist kaputt, ne? Ja. Warte, ich mein Auto wieder reviven. Kannst du einen EC holen, spawnen? EC Classic vielleicht? Nein, normalen EC geht wahrscheinlich besser kaputt. Ja, aber der EC, der hat kein gutes Charmmodell. Also einer von den kleinen beiden war es, also nein, es war ein Punkt, also wirklich der, den du hier hast, den Punto. Der ging mega kaputt mit dem Zug. Also wirklich extremst, der war nur noch ein kleines Häuschen. So, nicht mal halb so groß wie jetzt. Also das müssen wir nachher testen und dann machen wir nochmal ein Video, okay? Dann, ja, machen wir hier das Video zu Ende und... Das nächste Gameplay-Video kommt gleich oder bald. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss.